Jo, meine liebsten Tales-Freunde, willkommen zurück. So, ich habe ja noch eine Quest zum Abgeben, beziehungsweise ich habe die gerade fertig gemacht. Da haben wir diese blauen Flugdinger da, 8 Stück insgesamt killen müssen. Und in der Zeit habe ich irgendwie so ein neues Ding jetzt gelernt, hier ein Blitzhieb. Und ich habe das gerade ein bisschen irgendwie probiert, getestet. Also wenn ich das dann halte, dann macht er hier diesen Spell. Also unser Flammenschwert, ne, flammende Schneide. Der macht den aufsteigenden Phönix. Und ja, je länger ich dann halt die Taste 11 halte, desto mehr HP werden mir abgezogen, desto mehr Damage macht das Ding aus. Und es schaut cool aus. Es macht auch ganz guten Damage. Aber es zieht auch ordentlich HP ab. Also ja, aber wir werden es eh demnächst sehen. So. Das war der Typ irgendwie, der sich irgendwie aufgeregt hat. Weil ihm irgendwie seine ganzen Werkzeuge irgendwie verrostet oder irgendwie so ein Blödsinn halt. Wie sieht's aus mit den Zeugen? Du kannst wieder ruhig schlafen, ja. Jeden einzelnen Zeuge hier in die ewigen Jagdgründe geschickt. Wunderbar, jetzt kann ich endlich meine ganze beschädigte Ausrüstung reparieren. Ich muss alles schnell wieder zum Laufen bringen, damit ich meine Ernte einholen kann. Niemand in diesem Reich soll noch hungern. Ich hoffe, du vergisst uns nicht, wenn du das sagst. Definitiv nicht. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch eingeschaltet habt. Ja, und jetzt kommt dann irgendwie wieder übertriebenst langer, unnötiger Text, der mich nicht interessiert. Irgendwas halt, dass ja unsere Ausrüstung auch irgendwie verrostet und so Blödsinn. Ja, hier, ich hatte Angst, dass meiner Rüstung und meinem Schwert etwas passieren könnte. Bla bla. Ja, das Ding ist nämlich, mein scheiß Monitor ist gerade irgendwie wieder abgekackt. Das ist so nervig und. Bevor ich es irgendwie zusammenschneide, mache ich das irgendwie ganz neu, deswegen, ne? So, und da wir das irgendwie gemacht haben, hat die Alte dafür eine Quest für uns. Ja, mehr als da war ich eh nicht, also so viel habt ihr nicht verpasst irgendwie, oder so viel mache ich nicht neu. So, Lord Doralim, was verschafft uns die Ehre? Hallo. Nichts Besonderes, wir sind nur auf der Durchreise, wir sind jedoch ziemlich weit von der Hauptstadt weg. Brauchst du Hilfe? Irgendwie schon. Zeuge bereiten mir Probleme, na, wer hätte es gedacht? Interessant, eigentlich sollte es hier draußen keine mehr geben, da die Soldaten sie alle vertrieben haben. Die Kleinen sind ferngeblieben. Ja, aber vor kurzem ist hier ein Großer aufgetaucht. Oh. Sieht aus wie ein riesiger Apfel, könnte man sagen. Er bläst gerne starke Windböen, die verheerende Auswirkungen auf meine Ernte haben. Das klingt nach einem ernsthaften Problem. Ich entschuldige mich für den ganzen Ärger, mein Lord. Ich verspreche dem Auftrag des Palastes trotzdem irgendwie nachzukommen, aber. Ja. Kein Ding. Kein Ding. Wo ist er, ha? Duhalim, Großwildjäger. Ich glaube, dass das auch wieder ein ganz großer ist. So, der müsste eh gleich. Ja, da ist er. Sollen wir uns irgendwas zum Essen kochen, ha? Huh? Oh ja, da hinten sieht man eh schon. Ich zeige euch das mit dem neuen Phoenix-Ding jetzt da. Also F halten. Und dann halt verfehlen. Ja. Es macht halt halb so viel Damage wie das, also. Keine Ahnung. Es ist halt schön. Ich meine, es macht AOE-Damage, ja, aber es zieht halt übertriebenst viel HP ab, also. Ein Drittel, ein Viertel, irgendwie sowas. Aber gut. Was machen wir jetzt, ha? Erhöhter Angriff. 4% ist ja gar nichts. Verteidigung, Erz, Elementarverteidigung, erhöht Elementarangriff. Okay, können wir eh nicht, weil wir es nicht haben.
ein wenig mehr Kampfpunkte. Speckbrötchen, ha? Oder ja, das Pferdefleisch, da. Naja, das werden wir uns rein und so. Oha, bei Law hält es nur 2 Minuten. Also irgendwie ein bisschen Leute. Naja. Reduziert Dauer erhöht die Wirkung um 30%, sobald die übrige Wirkung um weniger als die Hälfte beträgt. Ha? Na gut, lass ihn mich mit Law zubereiten. Hell yeah! There's no way you can complain about how this tastes. Okay. All done. Oh. You re- What can I- What me- It's all about- It sounds- I don't just- Well, that- I agree. Just don't- Well then? All right. I'll see you again tomorrow. So. Dann habe ich da noch so einen goldenen gerade gesehen. Am Weg zu dem. It's a brand new day, everyone. Let's greet the dawn. Hmm, a laudable sentiment. Hey, is Dohalim's shirt on backwards? Suffice it to say, mornings aren't his strong. War da nicht einer, ha? Da war doch gerade einer, ha? Da war doch ein Schleck mich hier, weil wir geschlafen haben, ha? Wahrscheinlich, oder? Ja, diese Flugdinge da mal gebraucht für die Quest. Na gut, scheinbar ist er weg. Vielleicht hätte ich ihm Feuer machen sollen, was soll's. Lass dich irgendwie trotzdem umhauen. Na, so können wir irgendwie Kombos halt machen. Indem ich die da halt in die Luft haue und dann weitermache und weitermache und weitermache und weitermache. Weiß ich halt überhaupt mal treffe, aber hey. Hold up. Is this as valuable as I think it is? Na gut, scheiß auf die, oder? Es kostet halt was. You're planning to fight it alone? Kostet halt was von unserem Essen halt, ne, wenn ich die da mache. So. Away. I need your help. Naja. Level 25. Was soll da groß passieren, ha? Huh? Ja, one shot. Also. Ja. Keine Ahnung. Am Ende lohnt sich das eh wieder am meisten. Wenn ich natürlich treffe. Ja, treffen wir halt wirklich mal gut. Also lad auf. Ich glaube, es hat uns gerade die 1000 HP abgezogen. Also halt schon viel, ne? Überhaupt, wenn wir da nicht treffen. Hör mal auf, da rumzuhüpfen, Junge. So. Oh ja. War natürlich keine Herausforderung, aber. Ja, wir hätten den natürlich schon viel früher machen können. From adjusting for movement, wind speed, trajectory. It'll be a breeze. Get in, get out. Away, lightning. Is it high? Here, just back it out again. Now, while it's freely. Take it down. Watch this. Hit. Keine Chance, huh? Over so soon.
Was ist mit dir da, ha? Gar nichts. So, bin gespannt, was wir als Reward bekommen. Ist der Zeuge weg, mein Lord? Ja, ist er. Er erwies sich als eindrucksvoller Gegner, aber ich kann dir erfreulicherweise mitteilen, dass er Geschichte ist. Genau, Dualim hier hat ihn auf seinen Platz verwiesen. Ja, in der Tat, wir haben auch die Zeugen in der Umgebung beseitigt. Jetzt kannst du hoffentlich wieder in Ruhe deiner Arbeit nachgehen. Wow, vielen Dank, aber euer Gesicht, mein Lord, wurde in diesem Kampf verletzt. Das glaube ich nicht. Sorge dich nicht, das ist nur ein kleiner Preis, den ich dafür zahle, damit mein Volk von seiner Mühsal befreit wird. Ich bin sprachlos, ich werde härter denn je auf den Feldern arbeiten, um dieses Gefallen wieder gut zu machen. Na schau. Really now. Naja, ein bisschen Kohle und FP. Oh. Ewiger Beschützer. Na schau, hat sich gleich doppelt ausgezahlt. Verlängert Dual im Stab noch weiter. Schrittweise wiederherstellt, ha? Huh? Okay, ich glaube, wir gönnen uns da alles gerade irgendwie. Bei mir, wie viele Punkte? Ja, scheiße, geht sich doch nicht aus. ja, wie wir die anderen da freischalten, sieht man eh. Habe ich irgendwie auch erst so rausgefunden halt. Ja, irgendein Training abschließen. Eine Nebenquest Eulenschutzgebiet. Vermisster Liebhaber. Gegrilltes Schweininchen. Und erworbene Artefakte. Was brauche ich noch? Ha? Wie? Grillhähnchen. Geschmiedete Waffe Sündenklinge. Okay. Kann ich das vielleicht, ha? Sündenklinge. Ja. Okay. Danke fürs Gespräch. So, was denn wie neue Tiere? Schaf und Schweininchen, aha. Aha, da können schon fünf. Na gut, dann hauen wir rein. Ja. Kostet ja nichts, ha? Achso, Schweininchen. Sag ich ja, eine Mischung aus einem Schwein und einem Kaninchen. Alter, was für eine Missgeburt. Okay. So, habe ich irgendwie sonst noch Nebenquests, ha? Warte, lass irgendwie. Warte, meine Scheiß. 3090 wieder abkackt, hey. Das ist das Allerdümmste. Die Grafikkarte ist so groß, ja. RTX 3090. Und die steht halt irgendwie nicht am Boden, sie hängt quasi in der Luft, ja. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, irgendwie lockert sie sich halt irgendwie nach einer Zeit. Irgendwie so, aber. Und irgendwann, ja. So. Puh. Flackernde Kerzen. Okay, ich glaube, wir haben gar keine dabei. Na, dann würde ich sagen, wie. Oh. Nevermind. Richtige Richtung. Hey, if we find anyone who needs help here. I know. You'll make sure to ask for. Goldener, nee, oder normaler. Na gut, was können wir für euch tun? Oder Dualim, ihr seid. Gibt's ein Problem? Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber habt ihr von den Gerüchten über das Gebiet vor uns gehört, mein Lord? Oh? Habe ich nicht. Wisst ihr zufällig etwas von den Gerüchten? Oh ja. Ein bisschen. Leute haben behauptet, dass sie ein Grollen im Boden hören und nachts ein seltsames Licht sehen.
Sie stimmen und vor allem seitdem dort kürzlich eine Sternschnuppe abgestürzt ist, ist alles nur noch viel verrückter geworden. Ich wollte sogar mit den Wachen darüber sprechen, aber sie waren total abweisend und sagten mir nur, ich solle mich fernhalten, da es gefährlich sei. Ich hätte fast Lust zu ihnen zu sagen, dass sie ihren Ton überdenken sollen, wenn sie mit normalen Bürgern sprechen. Dualim, nein. Wenn ihr das ansprecht, wird das gleich zu einer ganzen Affäre. Ich werde mal mit ihnen reden. Wartet kurz. Und da ist auch eine Sternschnuppe abgestürzt. Ja, ich habe Angst, dass etwas geschieht, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Dohalim. Keine Ahnung. Eines dieser Lichter aus dem Keil sein könnte, möglicherweise. Oha, wir können uns es kaum leisten, dieses Gerücht zu ignorieren. Keine Sorge, wir werden der Sache nachgehen. Vorerst fordere ich alle auf, das Gebiet zu meiden, bis wir die Situation geklärt haben. Danke, verstanden. Bitte passt auf euch da draußen auf. Geistertempel, ha? Huh? Na schau, also wenn wir halt die eine Quest gemacht haben, haben wir eine andere bekommen und wenn wir die gemacht haben, haben wir die jetzt bekommen. So, wo soll die sein? Jedenfalls nicht da, ha? Huh? Aha, aber da. Da oben. Na dann sparen wir uns irgendwie 20 Meter und porten da wieder hin. What could possibly be? War ich da überhaupt schon mal drin? Out here. We'll find out for ourselves whether it's coincidence or something more. Oha. Oh ja, na, da war die Eule, genau. Aber das war nicht da. Oh wow. Was ist das denn? Es sieht so aus, als hätte dieser Fels ein Gesicht. Stimmt, soweit ich weiß, war der früher noch nicht hier. Nein, war auf jeden Fall nicht. In Schriften wird erwähnt, dass hier einst ein dänischer Tempel samt Erdgeist stand, aber nichts davon soll mehr existieren. Aber wie der Fels aussieht mit dem ganzen Gras darüber, scheint es, als wäre es schon sehr lange her. Vergiss nicht, dass dieses Gebiet reich an Erdastralenergie ist. Das erklärt vielleicht das üppige Gras. Könnte es wirklich eines der Lichter vom Keil sein? Ich erkenne keine Anzeichen, dass es lebt. Oh? Es sieht so aus, als könnten wir unter dem Gesicht hineingehen. Was sollen wir tun? Was denn sonst? Wir werden hineingehen und der Sache auf den Grund gehen. Jetzt umzukehren bringt uns keine Gewissheit. Wenn du so überzeugt davon bist, es fühlt sich an, als würden wir verschluckt werden, wenn wir da reingehen. Na und? Dann schluck mich halt. Erkunde den Tempel. Na dann. Ich bin neugierig. Ihr auch? Are we underground? This looks like the inside of some kind of ancient structure. It seems likely that we're in a Danan temple instead of destroyed. It must have been buried and preserved. Either that, or it was constructed underground to begin with. Shattering of pieces! Attack time! Was ist jetzt los? Art sealed! Wieso seid ihr überhaupt alle draußen? Habe ich euch das erlaubt? Okay, keine Map, keine Minimap. Aha. Wir sind irgendwie in Kampfmodusbereitschaft, keine Ahnung. So, apropos. Wir haben ja bei ihm jetzt irgendwie so ein neues Heilungsding gelernt, das dann ein mittleres Heilungsarte schrittweise. Ja, eigentlich hätten wir zwei Heiler halt, ne? Naja. So, da man Teleporter woanders hin, ha? Huh? Ja. Was ist ja? Laufen wir jetzt nur im Kreis oder was geht ab? Oh. We've got company. What the? Are those statues moving? And attacking. The fuck? Oh mein Gott.
Damage machen die auch noch, ha? Ja, weg aus, hier hören wir auf. Was ist denn das für ein scheiß Bug? Oh mein Gott. Okay. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir können da noch nicht so wirklich rein, also... Ich glaube so schon, dass wir den Fighter gerade schaffen könnten. So, mach den mal weg. Da noch, das gibt's ja nicht. Fuck, Rini ist down, nicht Rini, Shion ist down. So, einer weniger. Für mich ist er nicht allzu schwer, sag ich mal. What the hell was all that about? Those things didn't even look alive, let alone like Zoogles. They were part of these ruins, but it seems the astral energy changed them somehow. If I had to guess, I'd say there's something bigger lurking within that wants us gone from this place. Whoever or whatever it is must really value its privacy. Oder? Ja, ja. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hab jetzt gar keinen Bock, das nochmal. Now you see what I can do. Take that. Illuminate the dark. Turn to 4K.
can't end here. Ja, okay, dann scheiß drauf. Okay. I can't believe this. Ja. Is it just me or is anyone else peckish? Keine Ahnung, was. Ja. Wir sind zu schwach, eindeutig. So. Was haben wir denn noch? Ja, ich würde sagen, wir müssen eh erstmal irgendwie ins Gasthaus. Uns wieder voll heilen. That was quite the little adventure we went. Oh. Ja, ich nehme an, das wird irgendwie so sein, so halt am Ende wird irgendwie ein Boss sein oder so und vielleicht geht es dann irgendwie noch weiter oder so, keine Ahnung. Aber ja. So, wen haben wir da? We can't. Das ist schlecht. Was soll ich gegen diese Zeuge unternehmen? Ja. Right. Excuse me. Well. Sag doch einfach, wo er ist, ha? Huh? Really? So groß. Good. What the? Serious? All right. Rüpelhafter Keiler. Ja. So, also, wo ist er? Schon wieder da, ha? Huh? Oder? Das Wildschwein? Da ist er. Ich war blind. Könnte ein bisschen leuchten, der scheiß Stern, ha? Huh? In rosa-gelb oder so. Naja. Ah. Ja. Wo kommt denn der auf einmal daher, ha? Aber egal. Level 26. Let's dispose of the trash. Naja, es hat gerade guten Schaden gemacht. Aber ja, es damaget uns halt auch extremst. Ich kann sagen, ich kann zum Anfang mich zum Heilen. Danke. Bam. Na gut, ja, der ist prinzipiell eh kein Problem, ist eh klar. Wir hätten das irgendwie schon viel früher mal machen sollen alles, aber. Jo. 10 HP mehr. Really got us on the ropes. Don't forget to heal your wounds. Ja. Wer weiß denn du, wann ich vergisst hier meine Wunden zum Heilen, ha? Blöd reden kann jeder. So. Da müssen wir rein. Da müssen wir her.
Jetzt haben wir schon in der Episode 20 HP mehr. Looks like we made it here in one piece. Aber wenn ich es immer noch komisch finde, dass das HP sind, aber bitte. So, wie lief's? Ja. Okay. Keine Sorge, er ist kaputt. Seriously? Warum nicht? Ich hätte nie an dir zweifeln sollen, Kisara. Ich hasse es. Ja, ja, kein Problem. Well, what the? So, 5700 und 300 FP. So, da oben haben wir noch einen. Ja, kein Plan. Ich habe heute irgendwie keinen Bock auf Lesen, ganz ehrlich. Vor allem nicht diese... Das, ja. I wonder if something happened. Irgendwas passiert? Hm. Oh, du bist Wachhauptmann. Frau Kisara von der Wache, oder? Perfekt. Ich habe ein Problem, bei dem ich wirklich deine Hilfe brauchen könnte. You okay? Ich stehe dir zu Diensten. Also, als ich vorhin im Rat zum Steinbruch arbeitete, stieß ich auf eine harte Nuss von einem Felsen, den ich nicht ganz knacken konnte. Yeah! Harten Felsen, wenn du Hilfe beim Zerschlagen des Dings brauchst, ich bin dein Mann. Wenn es doch nur so einfach wäre. Leider war es, als ich am nächsten Tag wieder zur Arbeit kam, spurlos verschwunden. War er. Stell dir meine Überraschung vor, als ich ihn tiefer in dem Steinbruch rollen sah. Eigentlich ist es ein wandernder Fels und dazu noch ein Angriffslustiger. Aha. Okay. Here we go. Wandernder Fels. Na, ist das mein 30. HP-Dingens, ha? Huh? So. Okay. Es gibt, glaube ich, insgesamt 20 von diesen fetten Viechern. We finally made it. Schaut aber komisch aus, ha? Huh? Blammenvernichter. No backing down. Okay. Bleib doch mal da, ha? Jawohl, sein Kern gebrochen. Damage go! Der geht ja down wie nix. Aber gut, wenn wir einfach über Level 10 Time Vergleich. Ich würde mir gerne wissen, trifft das? Jawohl, schon ja die fette Kombo. Ah, vorbei, scheiße. Keine Ahnung, machen wir da mehr Schaden bei höheren Kombos? Oder kriegen wir einfach mehr XP und so ein Blödsinn? This could be useful. 2,5 mal so viel FP und alles, ha? Huh? Na gut, egal. Ja, das wird wieder daher porten, obwohl ich glaube, es ist relativ egal. Na schauen wir, schon 30 HP mehr, das sind schon mal, glaube ich, 2 Heals oder so, sicher mehr.
So, für den Fall, dass wir abkacken. Auch wenn es hier ein Auto speichern gibt, aber okay. Ja, was ist jetzt los? Ja, na urgeil. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber wir sind auf jeden Fall, das Spiel hat sich gerade wirklich aufgehangen. Ja. Das war ja mal ein Ultra-Fail, ha? Na gut, egal. Bedeutet halt übelste Arbeit für mich, aber was soll's? So, mein Freund, wir haben deinen Stein da zerstört. Hm. Oh, Wachhauptfrau, da bist du ja wieder. Hast du den Zeuge besiegt? Ja. Okay. Ja, er stellt sich wirklich als harte Nuss heraus, aber wir konnten ihm letztlich den Chaos machen. Mach dich nicht so klein, es war ein wunderbarer Anblick, dich mit deinem Schild gegen dieses Ding kämpfen und verteidigen zu sehen. Wow, also hast du diesen 10 Felsenzeugel mit deinem Schild ausgeschaltet. Echt beeindruckend. Danke. Er ist tatsächlich nur zum Verteidigen nützlich. Man kann damit auch angreifen. Ich verstehe jetzt besser, wozu er fähig ist. Ja, ja, ja. Ja, bisschen Kohle und halt wieder FP. Oh, was Neues. Aber... Löwengeheul. Ja, kein Plan, ich mag es irgendwie einfach nicht. So. Was haben wir dann noch? Ja, das Übungsgelände. Was haben wir auf unserem Hof, ha? Wie geht's unseren Inzest-Kanickelschweinen, ha? We've reached our destination. Da irgendwo auch ein großer, ha? Ist jetzt wieder perfektes Timing. Du bittest bestimmt gleich wieder um einen Gefallen, nicht wahr? Keine große Sache. Eine Arbeitsuniform, die ich in der Stadt bestellt habe, sollte fast fertig sein. Könntest du sie vom Schneider für mich abholen? Wir sind nicht deine Laufburschen, alter Mann. Versteh mich nicht falsch, ich würde selbst gehen, wenn ich könnte. Denn die Schneiderin soll die hübscheste Dame der Stadt sein. Aber ich habe alle Hände voll zu tun. Ja, ja, ja. Yes. Die hübscheste Frau der Stadt, ha? Huh? Das hätte ich auch gesagt. All right. Na gut. I'm gonna... Wo ist die hübscheste Frau der Stadt, ha? Huh? Was macht die da hinten? Do it. Just you watch, Alvin. Watch what? You getting clothes? No, not the clothes. I'm talking about asking the hottest lady in town out on a date. Moira? Well... Verzeihung, die Dame. Was? Bist du auch hier, um mich anzumachen? Ja. Nein, nichts dergleichen. Ich bin hier, um eine Bestellung für Bogdell abzuholen. Oh, für den alten Bogit vom Hof? Das ist ein echt guter Kunde. Seine Bestellung ist fertig. Ich hole sie direkt her. Tut mir leid wegen meiner Beschuldigung. Schon gut. Das Vertreiben lässiger Verehrer hast du echt drauf. Das kannst du laut sagen. Der Umgang mit unwillkommenen Avancen gehört zu meinem Alltag. Ich wünsche, sie würden meinem Wink verstehen, dass ich auf diesen Mist nicht eingehe. Naja. Law, bist du bereit zu gehen oder was? Ich hatte eine Idee. Würdest du... Na, hallo, Hübscher, ist das dein Freund? Ja, wir beide reisen zusammen. Sag mal, du hast nicht zufällig erratet, was Zeit. Ich bin fast fertig für heute. Sorry. Tut mir leid, ich habe noch was zu erledigen. Ein paar Leute warten auf mich, also... Oh? Oh, echt? Schade, ich finde dich irgendwie süß, um ehrlich zu sein. Uniform? Stimmt natürlich, hier ist die Uniform. Thanks. Vielen Dank. Ja, so ist immer, ha? Ist genau wie im Looks echten like Leben. Here, so. Dedem, dedem. Ja, wie im echten Leben, ha? Yeah, that was too close. Gott, ekelhaft.
So, wir haben die Uniform abgeholt. Wie läuft's mit der Arbeit? I guess. Yeah. Nice. Hey. Wow. Okay, haben wir es dann wieder, ha? What? How? Really? We did it. Hey! Good grief. Gekommen, yeah. Ha? It couldn't have gone far. Finde den Bullen. Wo ist der Bulle? Ja, na, wer hätte gedacht? So, wo ist der grüne Stern? Da oben. Noch ein dicker vielleicht, ha? Kriegen wir noch mehr FP? Nein, HP. Oder doch MP? Oh mein Gott. Was ist denn das, ha? Naja. Isn't that the bull? It's surrounded by Zoogles. Hey now, no picking on Ab. Okay, doch kein großer, ha? Schade. Puh, ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Also gut. Anscheinend hast du keine Verletzungen davongetragen. Was hast du dir dabei gedacht? Es ist doch gefährlich da draußen. Jetzt bringen wir dich zurück auf den Hof. Sind wir wenigstens wieder am Hof? Oder muss ich da hin, ha? Ah, nice. Da bist du ja. Ich bin so froh, dass er gesund und munter nach Hause geschafft hat. Ja? Bla bla bla. How? Hey! Really? Hey! Ja, ja. Alle Kühe mögen dich, Law, ha? Good grief. Yeah. Bauernkleidung. Ja. Na ganz bestimmt nicht, ha? Don't look now, but the animals have come to see you off. Na Wahnsinn. Na gut, ja, Übungsgelände wissen wir eh, aber. Achso, naja. Der hat aber einer was für uns, ne? Schauen wir halt fix. Schauen wir fix. Oh, of course the only affection I can get is from livestock. Ach du, ha? Huh? Der Wache. Okay. Ich habe auf dich gewartet, Kisara. Oh. Die Stimme, höre ich da Lagil? Wie lange hast du schon auf mich gewartet? Spielt keine Rolle. In unseren vielen Kämpfen im Laufe der Jahre habe ich mir einen Vorsprung erkämpft. 49 Siege zu 48 Niederlagen. Aber nach dem Vorfall mit dem Keiler steht es jetzt beschämenderweise unentschieden. Deshalb schlage ich vor, dass wir auf dem Übungsgelände ein für alle Mal die Rechnung begleichen. Was, du willst dich duellieren, um das Unentschieden aufzulösen? Soweit ich mich erinnere, hast du deine letzten Siege in Kälte, Ausdauer und Flaggeeroberung eingefahren, aber nicht im Duell. Ich sollte dir sagen, dass ich nur für diesen Anlass hart trainiert habe. Jetzt kämpfe ich mich in einem anständigen und ehrlichen Zweikampf. Really now? In dieser Rüstung zu kämpfen, nennst du anständig und ehrlich? Ha! Wenn hier irgendwas unfair ist, dann wie abnormal du gebaut bist, Kisara. Was? Du hast immer noch Miguels Armreif, oder? Wie wäre es damit? Wenn ich gewinne, musst du ihn mir geben. Was? Das ist eine Erinnerung von meinem Bruder. Ich würde ihn niemals. Da scheint aber jemand schon damit zu rechnen, zu verlieren. Als ob. Ich hoffe, du bist auf das
Kommende vorbereite, denn ich halte mich nicht zurück. Ganz schön mutig, dass du das sagst, wenn man bedenkt, wie du, als wir noch klein waren, immer geweint hast, wenn Migal losgezogen ist. Na warte nur, ha? Dir werden wir es richtig zeigen, oder? Just, what's going on here? Should we stop? Okay. Jetzt kämpf gegen mich und zeig mir, was in dir steckt. Es wird Zeit zu kämpfen, Kisari. Wir beide von Angesicht zu Angesicht. Bist du bereit für den Kampf? Los geht's. Here we go. Oh fuck, ich muss mit ihr kämpfen. Ich weiß ja nicht mal, was sie kann hier. Flamme der Meteor. Scheiße, Alter. Muss ich mich jetzt mal echt mal um sie kümmern? Naja, wir haben ja eh nichts. Na, das kann ja was werden. Na gut, sie kann auch nicht ausweichen, sie kann nur blocken. Wow. Warum kannst du was Besonderes auch nageln? Doch. Wo ist der Hammer? Oh, nice. Macht trotzdem keinen Schaden. What? 800? Achso, sie kann sich auch heilen. Aha. Naja, keine Ahnung. Flare 4000 Schaden. Fuck, achso, das kostet eh HP. Nein. Kann ich mich heilen? Kein Bock zu verlieren. Mach mal Damage, ha? Mach es doch, ich drück eh. Können wir endlich killen? Ach, scheiße. Bad.
Keine Ahnung, ich drücke eh, aber. Nein! Okay. Lass lieber heilen, so. Yes. Tiger Blade, light up the dark. All right, let me at him. The power of light. I'm ready to go. Keine Ahnung, sie macht's einfach nicht. I'm ready to go. I'll take you all on. Na komm, Alter. Muss doch mal drauf gehen. Wir machen einfach keinen Schaden. Aber ich glaube, wir haben's. Sieht aus, als hätte ich gesiegt. Ich hätte nicht gedacht, dass du so viele Tricks auf Lager hast. Habe ich halt. Die habe ich mir während unserer Kälteausdauer- und Flaggeroberung-Aktionen ausgedacht. Ha. Also haben dich sogar deine Niederlage stärker gemacht. Naja. Was mich angeht, niemand weiß mehr über ihn als ich. Sei nicht albern. Wusstest du, dass mein Bruder ein Muttermal auf seiner linken Pobacke hat? Wusste ich nicht. Wirklich erstaunlich. Na warte. Bla 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 bla. Elementarschutz. Ist aber sicher was für sie, ha? Ja. Und 20 Angriffe, na Wahnsinn. Abwehrrache. Kostet viel, aber. Habe ich keinen Bock. I never knew, like... Ah, das ist sicher für sie, oder? Gil could be so intense. Okay, was können wir noch machen? Die Bibliothek, haben wir irgendwas? Wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch alles lesen will. Müsst halt irgendwie Pause drücken oder Video langsamer machen oder keine Ahnung. Mich interessiert halt überhaupt nicht, ja, was da irgendwie. She's not the only one. So, ist mal richtig. Ja. Oh. Vollgepackt mit rönerischer Literatur. I hear a voice. Somebody's asking for help. Oha, Cutscene, ha? Huh? Good grief. Und weg ist sie, im nächsten Buch verschwunden. Hey. Hey! Whoa! Huh? Phantomblume, ha? Huh? Yeah. Aha. I guess. Huh? Got it. Thanks. Okay, na schau, Phantomblümchen. Was das wohl ist, ha? Huh? So, aber das war's ja nicht. Wir waren ja wegen dir hier, ha? Huh? Oh? Meine Güte, da scheint so ein echt seltenes Buch dabei zu haben, junge Dame. Das hier, um ehrlich zu sein, sind Bücher dann allgemein ziemlich selten. Trotzdem sehe ich, dass dieses besonders einzigartig und speziell ist. Würdest du es mir als Bibliothekarin vielleicht überlassen wollen? Ja. Yeah. Ich glaube nicht, dass ich mich davon trennen kann. Ich brauche das Buch, um gegen Zeuge und andere Monster zu kämpfen. Why? Meine Güte, ich hatte keine Ahnung, dass es Bücher für den Kampf gibt. Noch ein Grund mehr, warum ich es unbedingt in die Finger bekommen muss.
Lord Doha, mein Hübscher, du musst sie davon überzeugen, sich von dem Buch zu trennen, bitte. What? Ich muss, um ehrlich zu sein, würde ich es lieber sehen, wenn sie es behält. Aber ich, Tigrina, wurde von dir als Bibliothekarin des Palasts ernannt, um wertvolle Bücher für zukünftige Generationen zu aufzubewahren. Naja, ich glaube, das zu ist ein bisschen unnötig, aber egal. Ich bin ja auch kein Deutschprofessor. Du musst was tun. Ich kann deinen Job einfach nicht ausführen, wenn ich nicht die entsprechenden Bücher in meine Obhut bekomme. Bitte, Lord Doha. Ein echtes Rätsel. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Yeah. Got it. Hör mal. Ich lasse dieses Buch nicht aus den Augen, aber du kannst es dir anziehen, während wir hier sind, wenn du willst. Wenn ich auf unseren Reisen neue Bücher finde, dann bringe ich sie dir. Was hältst du davon? Great. Auf jeden Fall. Ich wünschte wirklich, ich könnte dein Buch haben, aber mit diesem Kompromiss komme ich auch gut klar. Im Gegenzug werde ich dir jedes Mal, wenn du mir etwas zeigen möchtest, etwas Besonderes geben. Ich hoffe, die Bibliothek bekommt ein großzügiges Budget. Wir müssen die Künste bewahren. Leider habe ich das nicht zu entscheiden, da ich hier nicht mehr als Lord diene, aber ich pflichte dir absolut bei. Bring mir ruhig so viele Bücher, wie du möchtest, wie möglich. Ich werde hier sein und sie mit Spannung erwarten. Okay. Ja, was haben wir denn da für eine Quest jetzt, ha? I hate that woman. She was a handful, wasn't she? What's wrong? Okay, wir haben sogar schon ein Buch, ha? Also, was geht ab, ha? Geheimnisse der Sterne, ha? Das ist aber ein zerfledderter alter Schinken. Was ist das für ein Buch? Ich spüre viel Wärme darin, aber die Seiten strahlen noch eine Aura der Traurigkeit aus. Sag mir, wo hast du ein solches Buch gefunden? Als ein wertvolles Erbstück, das früher mal einem bestimmten Clan gehörte. Man könnte sagen, ich habe es geerbt, deshalb kann ich es nicht weggeben. Jetzt verstehe ich. Bitte verzeih mir meine Versessenheit auf das Buch. Als Büchersammlerin hast du es bestimmt nicht leicht, dennoch spüre ich deine ehrliche Leidenschaft für sie. Bringst du mir noch andere Bücher, die du zufällig findest? Ich würde wirklich gerne alles sehen. Yeah. Ja. Glückstrank. Okay, aber... Was kriegen wir dafür, ha? Maximale Eile. War eh klar. Gefiederlanze. Eine Reihe von Eislanzen abfeuert. Na gut. Haben wir als Bonus Elementar 30? Jo. Ja, Drachenschaden. Nice. Da. Noch mehr Drachenschaden, ha? Huh? Aber. Nehmen wir lieber das da. So, wurscht. Haben wir noch Bücher? I don't think I'll ever quite warm up to her. But I can respect her passion for books. What? Oh? Ja. Huh? No way. Hey. Oh. Nicht schlecht. Na gut, wir haben scheinbar einiges. Ha? Wo haben wir das ganze Zeug daher? Haben wir doch nichts mehr? Okay, scheinbar nicht. Na gut. Also, was haben wir da gerade bekommen? Roter Rosmarin. Elementarangriff deutlich, ja. Gimarini. So. Zeige das seltenste Buch vor. Ich meine, eigentlich Bücher als Waffen, oder? Sollen wir da welche kaufen einfach und die zeigen? Keine Ahnung.
Egal, so, was hat man da noch jetzt ziemlich für eine Quest, ha? Huh? Wir hatten ja noch irgendwas anderes gerade. Zeige eine Waffe des Typs die Schönheit der Natur vor. Okay. Na gut, ja. Pass auf. Schauen wir einfach mal zum Schmied da irgendwie, kein Plan. Vielleicht können wir da noch irgendwie weitermachen. Also, Chef Schmied. Also. Okay, ja. So, welche will ich jetzt haben? Schönheit der Natur, Wasserzähmung. Das seltenste. Schönheit der Natur, Wasserzähmung, das seltenste. Schönheit der Natur. Wasserzähmung. Das seltenste, haben wir das irgendwie auch? Nee, oder? Irgendwas mit seltenste? Haben wir irgendwie nicht, ha? Na gut, kein Plan. Ja, jetzt müssen wir halt natürlich wieder... Oh, man, oh, yeah. How well balanced this thing is. Da rein und wieder zu ihr laufen. Was sich eigentlich gerade eh nicht so lohnt, weil wir die Quest ja, glaube ich, gerade gar nicht abschließen können, aber... Naja. Vielleicht, naja, wäre es ja wurscht. Wir werden sehr gleich sehen, ob wir was dafür bekommen oder wie auch immer. So, bla bla. That can't be. No. Oh, wow. Hey. Oh. Okay, noch mehr Rosmarin. Watch it. Hey. Zauberemblem. Okay. Naja, das war's halt jetzt, ne? Okay. So, also Objekte. Ja, nochmal für dich. Das Zauberemblem, ha? Ja, haben wir eigentlich eh schon gerade an. Ah, ja, schade. Okay, weiter geht's. Genau, die Phantomblume. Oha, Vielfraßhandbuch und 12.000 Dinger. So. Wo genau müssen wir da hin? Da, ha? Da in die Mitte. Okay. Hey, Alfin. You mind if we take a bit of a detour? It's fine by me, but what for? Rinwell says there's a phantom flower that grows around here. We want to look for it. It won't take long. Promise. A flower, huh? Alright. Goldener? Schaut aus wie ein Goldener, ha? Looks like trouble with a capital P. Together we got this. We got the advantage. Good. I'm on it. Just have to make sure we keep it. Don't worry, because Law's on it. Well then, I should probably think about tonight's menu. So, wo ist sie, huh?
Ne? Oh fuck. What the hell is that? Hey, you want a piece of me? Stay calm, Law. It's coming for us. Alter, was bist denn du? Level 54? Was? You just had to make things difficult for us, didn't you? What are you worried about? Focus or you'll get hurt. Don't worry. I'll have this wrapped up in a flash. So much for sitting this fight out. Ja, das schaffen wir doch nicht, ha? Charging us. That's what my shield's for. I'll leave it to you. Not toy Rini, huh? Yeah, okay. Saving this one. Resuscitation. A banana, let's go. They got me surrounded. Also aufhören zum Dodgen und sterben, Junge. Ey. I've let you all down. Nochmal? Saufst du? Ja. Ich hoffe, es hat jetzt irgendwo gespeichert hier, weil... muss ja, oder? Was bleibt mir sonst über? Wie soll ich denn das Ding sonst machen, ha? Okay. Ja, super, Rini. Hast du gut gemacht. So. Goldene Rüstung. Schau dir an, wie viel Kohle wir da kriegen, ja? Da bauen wir sicher Level 60 oder so in die Richtung, ja? Ja, da habe ich keinen Plan, wie man das da irgendwie ist. Interessiert mich gerade irgendwie auch nicht so. Na gut, dann haben wir ja... Da hätten wir irgendwie auch noch was. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. You see anybody around here who could use our help? We can't. Huh? So, du bist. Yeah. Ja. Hey, aha. Oh. Could that be. What the hulk? Again? I'm. Was soll das? Maybe if we. You did it. Calm down. Let's hurry. Was? Ja, definitiv. What language was that? Lies? I didn't... Okay. Keine Ahnung, was er wollte. Also. Na, das ist nicht, oder? Osthal. Da sind wir. Jesus. Osthal. Was ist denn schneller? Ja, ihr wurscht, oder? Okay. Ich dachte gerade, er will auch, dass wir den Fetten da umhauen, aber das. Sorry about that. Schaffen wir nicht mal irgendwie. A friend of mine. He's like a little bro to me. There's a Zoogle on the loose that he couldn't finish off. Wanna help deal with it? Another? Well, I guess it can't be helped. Oh, ein Goldener schon wieder. No holding back. This'll be a piece of cake. Did you see? Sure did. Scheiße, ich muss da runter, huh? You were checking out Kisara from behind. No, I wasn't. She's gone. Arch Seal. Dragon Shell. Radiant Fury. Come one, come two. Pierce Evil. Arch Fury. Sleep now. It's like we're trying to keep up with a wall. As always. Here I hope that was No, I mean, your
even better than ever. Ah, Level 54, was bin ich hier? 36, oh mein Gott. Oha. Ah, er ist Level 39, okay, das ist aber auch noch eine Herausforderung. So, sein Schwanz als Schwachstelle. Komm mal runter, Junge. Okay, ich muss da irgendwie nochmal was. Ich habe da letztens was eingestellt. Nein. Nämlich, dass er irgendwie erst heilt und dann halt wieder belebt, aber ich glaube. Wie mache ich das? So. Na, jetzt hat es wieder nicht gespeichert, oder? Oh, Menno! Ah, ich geh! So. Ja, speichern und schließen. Wieso sind die schon wieder alle down? Das gibt's doch nicht. Okay, irgendwie glaube ich, ich pack doch wieder ihn rein, weil er irgendwie auch heilen kann. Es soll irgendwie mitteilen. Ja, wenn das mal wirklich so viel Schaden machen würde, hier wie es umsteht. Ey, 100er Combo. Nein, nichts mit Carsten. Glacial
Los, Damage hier, macht das nix. Wo ist er, Hayes? Aua. Na los, Alter, fang er zum Heil. Da geht er down. I think I'm getting stronger. Ja, nice, oder? War der Tage? Ja. Was haben wir jetzt mehr? 40 oder 50? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube 40. Looks like we made it here in one piece. So, mein Freund. Oh, yeah. So schnell kann es gar nicht drücken, wie mir das am Arsch geht. Und einen Köder haben wir bekommen. Naja. What was that all about? He just thinks something's going on between. So. Und. Okay, keine Quest, huh? Auch glaube ich nirgends mehr Quests oder so. Jetzt hätten wir da eine, so ja, die Bibliothek. Ja. Schauen wir mal, was da noch irgendwie abgeht. Ah, ja. Okay. Vielleicht auch ein Digger? Gebrüll? Ihr müsst ganz schön beschäftigt sein mit eurer Operation. Oh. Du bist der frühere Lord des Menantia. Es ist bedauerlich, was Almadria hier getan hat. Es tut mir sehr leid, dass wir nicht mehr tun konnten, um ihren Verrat rechtzeitig zu stoppen. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, aber seit dem ganzen Durcheinander ist es hier sicher einsam geworden. So viel ist klar. Ja, früher, als wir noch jünger waren, haben wir eine Menge Blödsinn gemacht. Wann noch immer etwas los war, er war immer vorne dabei. Wenn er noch hier wäre, dann wäre er sicher immer noch so. Immer bereit, irgendwas anzuzetteln. Hey. Du hast von Gebrüll gesprochen. Ja, mir wurde von Rach aus dem Estelufer-Wald berichtet. Dort hauste früher ein riesiger Zeug, aber ich glaube, wir haben ihn bereits ins Jenseits befördert. Das wusste ich nicht. Das muss etwas anderes sein. Von dem, was hier steht, denke ich auch nicht, dass der Krawall von nur einem Zeuge ausgeht. Aha. Wenn es eine neue Bedrohung im Wald gibt, müssen wir uns kümmern. Darum kümmern, ha? Aber ich bin mit dem Wiederaufbau von Needs beschäftigt und kann gerade nichts tun. Good. Ja, wir schauen mal, was wir irgendwie tun können, ha? I see. Ich meine, schauen wir mal, ne? Es könnte wieder sein,
dass wir derweil nichts tun können. So. Können wir wieder nichts importen, ha? Port mal daher. Finally. If only we could have flown with the wind to get here. Wir ruhen uns aus. With battle well waged, only waging of words and make sure to get some good rest. Ah, es gibt nichts zum Essen und wir labern noch nicht. I couldn't eat another bite. So. Eating is one of your great passions. Du eigentlich irgendwie. Brauchen wir irgendwas? Na, gell, schaut gut aus. What? Finsteren Schwingen? Oh, ist sogar besser, ne? Alter. Aber... Naja, egal. No, it's not. There's nothing to be ashamed of. Schauen wir, was uns da erwarten. Wie viel haben wir eigentlich jetzt schon? 467. So. Achso, warte, bin ich da gerade richtig? Na, gell, oder? Oh ja. Zweiten. Okay, der Aufzug fährt er jetzt, glaube ich, eh, ne? Jawohl. Ich dachte schon wieder, ich wäre falsch gegangen. So. Und für mich da ist ja dieses Sprungdingens. Nein. Auf der anderen Seite des Sprungdingens? Nein, scheiße. Da muss ich vielleicht runterfallen, kann das sein? Okay. Hier meinen ersten. Okay. Kein Plan. Guess I misread the land. Alles gut? Ne. Ich wette, ich verkack's gleich nochmal. So. Oder den da hinten, ha? Kann der? Der da? Guess I misread the landing. Hatte ich scheinbar gerade Glück, ha? Oh, nice, ha? That thing looks like... So, speichern. Bitte freeze jetzt nicht nochmal ein. Trouble. Quite. I doubt we'd fare well against it. Zwei, huh? Level 43. Ach du Scheiße. Dann gleich zwei. Aber nicht viel HP, okay. Aber vielleicht werden wir dann aus zwei oder so. Achso, ich
Ah. Ich tausche mal wieder ihn. Aua. Ja komm, ich belebe mich wieder. Okay, ich belebe mich wieder. Okay, ich belebe mich wieder. Ja komm, jetzt geht's mir langsam schon wieder am Sack, hä? Mein Gott, hä? Alles. Okay, es geht mir gerade irgendwie im Arsch, dass sie einfach nicht heilt. Ja. So, ernst? Wieso war denn das gewinnen gerade? Weg von mir. Geh weg von mir, sag. Ja, ich drücke und es passiert halt nichts, weißt? Das ist keine Ahnung. Können wir mal irgendwie einen killen, ha? Mal eine down haben, dann geht's eh, aber zwei ist halt. Zwei, die überlevelt sind im Vergleich zu mir. So, ist einer mal down? Nein, gell? Warum auch? Okay. Okay, ich hab keine. HP mehr. Lass den Schmack halt usen, oder? Ja. Ja.
counting on you. Bloody hell, they... No further. Das kann es aber jetzt nicht sein. Aber es glaube ich eh wurscht ist, oder? Ich habe eh selber gespeichert. Think we can take that thing? No way. Forget. Für den Fight, ha? Huh? Schauen, ob sich überhaupt was ändert. Am Level mal nicht. HP hatten sie was 60.000 oder so. Oh wow. Ein paar tausend HP weniger. Aber vielleicht machen sie auch weniger Schaden. Naja, schaut irgendwie nicht so aus, ha? Huh? Ja. Launch down. Prepare to be sealed, though fleet of foot. Actually, perhaps bound is more appropriate. Less talking, more doing. Okay. Here I go. Showtime. I owe you one. A wall. Ja, gekommen, hey. Kann ich mal geheilt werden? Geh doch scheiß jetzt einmal, Leute, dummes Miststück. Wie killt er mich bitte, hey? Der schaut mich ja nicht einmal an, hey. Was ist da? Ja, Shion ist wieder down. Ich komme gar nicht dazu, dass ich mal was anderes mache, außer meine Schiss-Tränke usen. Was, Alter? Wie sterbe ich denn bitte? Ich würde mir gerne so einen scheiß Schmackel reinhauen. Ja, es stirbt jedes Mal irgendwer. Wieder einer down.
treffen wir auch mal was. Das gibt's doch nicht. Ja, use mal den Scheiß. Scheiße, müssen sie heilen. Sie revived mich gerade. Ja, es ist wieder down. Toll. Einen Trank. I can't lose. Benediction light. I call upon thee. Resuscitation. Shooting. Glacial heavy. Here's the evil. Lending you a paw. Nothing can't get out of here. Ja, jetzt ist er allein, jetzt kann er nichts mehr, ha? Ja. Das habe ich davon. Aber egal. Okay, ich wollte schon gerade schon sagen, hier nicht, dass sie jetzt irgendwie zu zweit, von zwei einer wird hier. Jesus. They've really got us on the ropes. Don't forget to heal your wounds. Ja, wenn man wieder Haufen Items braucht. Echt schwach von mir. Aber egal. So, lass wieder. Ist eh nicht so viel Unterschied. Ha? Ich meine, was hatten sie? 5.000-6.000 HP weniger. Vielleicht ein bisschen Damage weniger gemacht, aber. Ja, nicht viel. So, wer wollte das wieder haben? Ah ja, du. Always good to be back in familiar territory. Right. Habt ihr schon Fortschritte bei eurer Untersuchung gemacht? Good. Problem ist bereits gelöst. Deine Leute sollten das laute Gebrüll zum letzten Mal gehört haben. Verdammt, wie schnell ihr seid. Danke. Leider hatte ich bisher keine Zeit, die Getränke zusammenzustellen. Nicht so schlimm. Beantworte mir aber eine Frage. Soviel ich weiß, war der dem nicht immer so aggressiv. Dennoch hast du ihm weiterhin beigestanden. Warum war das so? Gute Frage. Es gab definitiv einen Teil von mir, der ihn zügeln wollte, da er immer extremer wurde. Aber vielleicht dachte auch ein Teil von mir, dass, wenn ich hier bleibe, wir eines Tages vielleicht wieder Blödsinn treiben könnten, so wie früher. Also bleibst du an seiner Seite in der Hoffnung, dass irgendwann wieder alles wie früher werden würde. So romantisch war es nicht. Ich konnte mich nicht einfach zurückziehen und so weitermachen. Nein, das verstehe ich. Ich finde zum Beispiel, dass man seine Beziehungen pflegen soll, zumindest wann immer möglich. Ich nehme an, du sprichst aus Erfahrung, was? Nicht, dass ich überrascht wäre. Die ganze Welt ist voller trauriger Geschichten. Trotzdem danke fürs Zuhören. Bevor du hierher kamst, schwamm ich in Selbstmitleid. Aber mit dir zu reden, hat ein bisschen geholfen. Ja. Genug geredet, ha? Agreed. Glückskatzenstatue. You've collected an awful lot of those objects. You sure it's not just Hush. Be quiet for a moment. The pieces speak to me. Ach was. What? These relics that have scattered about.
I can hear them whispering, longing to reunite with their lost friends and become one again. Really? Do you hear any voices coming from them, Rinwell? What? No! Don't get me wrong. I'm really interested in these things, too, but I'm not crazy. But don't you sometimes mutter stuff like, "Come to me, astral energy," when you cast your arts? You're right. Oh my gosh. Are Dolhaleem and I actually alike? Its charm really shines through now that it's been reassembled. Its streamlined shape, its geometric patterns. This is no mere amateur's work. He's in his own little world at this point. You get just like him when it comes to weapons, you know. You're right. Oh my gosh. Am I just like Dolhaleem? Huh? Why are you guys so quiet all of a sudden? What a wonderful treasure this is. Genau, und? Die Statue einer Katze, die angeblich das Glück anzieht. Ihre rundliche Gestalt deutet darauf hin, dass ihr Besitzer sie verwöhnt hat. Also auf gut Deutsch eine fette Katze, ha? Ja, irgendwo gibt es ja hier Artefakte. Ah. Die, oder? Die Stahl, ja. FP-Boost. Was haben wir noch alles? Okay, den weiß ich noch. Aber wo haben wir... Aha. Nee. Aha. Okay. Was weiß ich. Na gut, Freunde, aber ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss, weil ich muss eh editieren. Ja. Haben wir einiges heute gemacht, zwar irgendwie nichts storymäßig, aber Nebenquests und so, haben wir einiges an hier HP dazu bekommen, das ist ja immer gut, das kann ja nicht schaden. Ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.